Das ist doch noch nicht mal mittelschnell. Hey, Waldemar, willst du das schnellste Schwein der Welt werden? Ja, das Weltschwein. Du meinst Weltmeister. Oh ja, Waldmeister. Das kommt davon. Aber Spaß gemacht hat's trotzdem, oder? Na, das ist ja die Hauptsache, dass der Herr Waldemar seinen Spaß hat. Jetzt tu mal nicht so, als ob's dir keinen Spaß gemacht hat. Haben wir ihn umgefahren? Nein, ein rosarotes Krokodil in einer gepunkteten Unterhose hat mich umgefahren. Ein rosarotes Krokodil? Hab ich gar nicht gesehen. Natürlich wart ihr das! Oh, du liebe Güte, wir haben ein Wildschwein gerammt. Mein Name ist Horst. Horst von Borst. Wir haben einen Herrn Horst gerammt. Ja, und ihr habt mir das Bein gebrochen. Ob Bruch, Kratzer oder Delle, wir sind sofort zur Stelle. Vielleicht hat er einen Schock. Einen Schock? Bei einem Schock muss man den Patienten fragen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Hallo, können Sie mich verstehen? Wie viele Federn habe ich an diesem Flügel? 6, 3, 9. Ganz klar Gehirnverschüttelung. Stabile Seitenlage. Er kriegt keine Luft. Ich glaube, er braucht dringend eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Nein, brauche ich nicht. Im Schockzustand weiß der Patient oft nicht, was er braucht. Johnny, lass mich. Ich hab mehr Puste. Ich meine... Packt mich doch endlich auf euer Rad und bringt mich nach Muffelwupp. Sie meinen nach Mullewapp?